und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Baraya von Baraya Loves Paper und vielleicht hast du gerade das erste Video dieser Reihe gesehen, ja, in dem ich mein Material vorgestellt habe, das Junk Journal bzw. Buch mit den Fragen des Lebens vorgestellt habe, was ich jetzt anfangen werde zu basteln für meine Oma. Ich habe immer noch Klebstoff an den Fingern. Und ja, dann hast du dich wahrscheinlich dafür entschieden, jetzt hier ins zweite reinzuschauen. Ja, ich freue mich über Likes, Kommentare, Abonnenten. Hab vor, hier noch mehr auf diesem Kanal zu machen. Also generell ist dienstags und samstags oder sonntags, kann mal passieren, kommen Videos von mir raus. Tutorials, Craft with Me's, manchmal einfach irgendwie ein Video mit Zeitraffer, wo ich hier irgendwie was Schönes crafte. Ja, und dieses Mal habe ich mich jetzt hier dran gewagt, für meine Oma ein Buch mit ganz vielen Lebensfragen zu machen. Die Fragen habe ich hier schon ein bisschen verteilt. 160 in der Zahl, also das ist echt ein Challenge. Also ich habe 7 Tage Zeit, das wirklich fertig zu machen und einzupacken. Ich glaube, das wird das kleinste Übel sein. Ja, und heute möchte ich hier einsteigen und die ersten Sachen, die ersten Inhalte für dieses Buch machen. Craften. Ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Wer Teil 1 gesehen hat, weiß das. Ich habe hier so ein bisschen Stempelfarbe mit den verschiedensten Dobbern zusammengesucht. Habe hier meine Klebematte neben mich gepackt. Was ich jetzt auch schon vorbereitet habe, sind die 4 Spielkarten, die ich hier aufgeklebt habe. Und da auf diese 4 Spielkarten, die möchte ich jetzt immer weiter ausgestalten und möchte diese 4 Fragen draufbringen. So, die sind jetzt alleine natürlich ein bisschen gern langweilig. Und die möchten jetzt einfach noch ein bisschen angehübscht werden. Was kann man Besseres tun, als hier solche kleinen, ausgeschnipselten Fragekärtchen zu distressen und dann hier drauf zu bringen? So, noch habe ich mir überlegt, was machst du denn bei so einer Farbe? Grün könnte ein bisschen schreien. Also ich glaube, ich werde tatsächlich an dieser Stelle das Walnut Stain nehmen. Ich habe dann jetzt auch überlegt, ob ich das Stormy Sky nehme, um dieser Farbe ein bisschen nahe zu kommen. Das wäre mir aber zu viel Ton in Ton. Dementsprechend, hier trifft es das Walnut Stain. Mal zu meinen Dobbern. Also es gibt die schönen hier mit Bonnie Haar natürlich. Die mit dem Filzplättchen, was man noch austauschen kann. Hier habe ich noch so ein Filzplättchen. Hier habe ich ein Schaumstoffschwämmchen auf diesem Klett. Kennt ihr bestimmt. Dieses Herzchen hier ist so ein Fingerdobber. Dann gibt es hier noch ganz viele lustige Sachen, wie zum Beispiel ein Schwamm, wo ich so ein Filzplättchen drauf geklebt habe einfach. Der ist irgendwann hin. Oder man klebt ein neues Filzplättchen oben drauf. Geht auch. Das hier ist ein Schubladengriff. Da habe ich diesen das Filzplättchen einfach drauf geklebt und benutze das seitdem. Oh, man sieht, es färbt noch. Es empfiehlt sich doch immer, ein bisschen Papier dazu. Nicht gleich alles so rot wird, weil ich wollte eigentlich jetzt hier braun benutzen. Also hier wirklich Walnut Stain. Für diese Aktion, die ich jetzt hier mache, ist das ziemlich wurscht piep, ob ihr Distress Oxide, Distress Ink nehmt. Egal. Das wird dann interessant, wenn man mit Wasser hext. Dann wird das erst so richtig spannend. Ja, diese Geräusche hinter mir, das sind tatsächlich Vögel, die bei uns frei wohnen im Garten. Die dürfen da rumpiepsen und zwitschern, so wie sie lustig sind. Was sie auch tun, wie man hört. So, also was habe ich hier vor? Ich möchte jetzt die Sachen, die ich hier vorbereitet habe, distressen und dann entsprechend auf die Sachen kleben, wo sie hin sollen. Hier und da kann man nochmal so ein Schnipselchen abmachen. Muss eigentlich überall einfach so ein Zipfel drin sein. Ja, so, und was versuche ich denn immer, ne? Also wenn ich die so schön distresse, irgendwie ein bisschen dran rumfusche, dann möchte ich einerseits einen Kontrast, ein bisschen Tiefenschärfe, also ein bisschen Räumlichkeit da reinbringen. Ich möchte auch einen Farbakzent setzen und ich möchte auch das Ganze interessanter gestalten, ne? Also machen wir uns nichts vor, so ein weißes Blatt Papier ist einfach mal so richtig unsexy. Wenn zu viel Weiß dran ist um die Schrift drumherum, ist das auch nicht so schick. Deswegen
knipse ich hier und da nochmal was ab. So, also die sehen auch wesentlich interessanter aus jetzt. Klar, da geht noch was. Ich kann jetzt aber auch nicht hier die Mega-Hexerei betreiben, bei den paar Tagen, die mir noch bleiben. Ja, ich weiß, ich hatte die Idee, hatte ich schon ziemlich lange, das zu tun. Nur wie das halt immer so ist mit den Ideen und mit dem dann Umsetzen und in Gang kommen. Weil wie ihr ja wahrscheinlich auch schon gesehen habt, also dann ihr seid neu in meinem Kanal, dann guckt mal nach, war ich etwas beschäftigt, ein größeres Fotoalbum zu machen. Für eine Hochzeit. Also ein Hochzeitsfotoalbum. Das hat mich doch ein bisschen beschäftigt. Ich hatte ein klein wenig zu tun damit. Das hat natürlich mega Spaß gemacht. Keine Frage. Nur war das jetzt kein Spaziergang. So, dementsprechend hatte ich zwar die Idee zu dem kleinen Fragealbum oder zu dem kleinen Fragejournal für meine Oma. Schon ziemlich lange. Habe auch das Buch, wo ich das reinpacken wollte oder immer noch will, habe ich auch schon vorbereitet. Das ist auch schon länger. Das wohnt jetzt hier schon neben meinem Schreibtisch und wartet ganz geduldig auf den Einsatz. So. Jedenfalls bin ich dann jetzt endlich nach der Arbeit mit dem Hochzeitsalbum, habe ich das Journal wieder in die Hand genommen und gesagt, so, jetzt bist du dran. Und dementsprechend befinden wir uns jetzt hier in diesem Video. Ihr beim Gucken, ich beim Machen. Mit dem kleinen Zeitdruck, dass es noch 7 Tage sind bis zum Geburtstag meiner Oma. Also um genau zu sein, morgen in 7 Tagen. Ja, macht die Sache auch nicht wirklich besser. Das heißt besser, ne? Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Wenn ich mich jetzt beschweren würde, wäre das ziemlich falsch. Weil ich mache das ja jetzt hier nicht, weil man mich dazu zwingt. Ja? Es steht auch keiner mit einer Keule hinter mir und sagt, jetzt sei kreativ, bastel, laber die Leute voll. Das passiert nicht, sondern das habe ich mir selber ausgesucht. Ich habe da selber Spaß dran. Und wenn ich es mir so recht überlege, hat so ein bisschen Zeitdruck auch einen gewissen Nervenkitzel. Also einmal den Nervenkitzel, wow, was kannst du in der Zeit noch schaffen? Auch den Nervenkitzel, schaffst du es überhaupt, sag mal, was Abgabefertiges zu haben, also was man überreichen kann und nicht sagen muss, die Hälfte ist fertig, noch nicht fertig. Ich nehme das mal wieder mit nach Hause. Nein, mein Plan ist auf jeden Fall, das Ding so hübsch fertig zu machen, dass Oma sich dann da hinsetzen kann und sich dann diese Fragen, die ich ihr zusammengestellt habe, auch wirklich, sag ich mal, reinziehen kann. Ne? Also sich da Gedanken drüber machen kann, was schreiben, was überlegen. Ich habe auch die Idee, dass wenn ich sie besuche, das versuche ich so oft wie möglich, allerdings ist momentan wirklich die Zeit echt ganz schön eng, egal, aber ich bin ja nicht die Einzige, ne? Meine Tante kommt ja auch zu Besuch, meine Eltern und so. Vielleicht gibt es ja einfach auch die Idee, sowas mal zusammen zu machen, ne? Also mal Besuch kriegt, sich einfach mal das Buch zu schnappen und zu sagen, Mensch, lass doch mal so eine Frage zusammen beantworten. Oder habe ich dir schon erzählt das? Ja, weil, ich weiß nicht, je älter man ist, desto mehr hat man erlebt, würde ich jetzt mal so vermuten. Und gerade Menschen wie Oma haben sehr viel erlebt. Was ja einerseits gut ist, andererseits auch natürlich auch ein bisschen stressen kann. Also einerseits die jüngere Generation, die jetzt einfach nicht so viel erlebt. Auch die ältere Generation, die so durch den Krieg gegangen ist, die haben Sachen erlebt, die will ich mir gar nicht vorstellen. Deswegen hoffe ich, dass ich hier viele positive Fragen oder auch viele Fragen im Augenzwinkern gefunden habe, die dann halt nicht stressen, sondern die auch wirklich Spaß machen. Das ist auf jeden Fall mein Plan. So. Ich habe mir gerade überlegt, ich mache das so. Ich nehme die ganzen Sachen, die ich jetzt hier quasi schon fertig vorbereitet habe, lege sie mir beiseite. Und dann, ihr müsst mir ja nicht beim Kleben zugucken. Also ich werde sie so darauf kleben, ungefähr wie ich sie da gerade hingelegt habe. Hier hätten wir das kleine Kärtchen. Meer oder Berge. Das würde ich hier tatsächlich so schräg drauf packen. Und da habe ich mir nämlich überlegt, zu dem Hintergrund, da werde ich das tatsächlich Ton und Ton machen. So, ja, ich kann sehr gut von einem Thema ins andere kommen, auch beim Reden. Das funktioniert ziemlich gut. Also mich stresst das auch nicht, weil manchmal stresst das Zuhörer. Ihr könnt euch ja Musik anmachen, wenn ihr mir gerne zugucken wollt, aber mein Gerede nicht hören wollt. Ne? Das ist durchaus
Roboto. So. Also hier einfach so ein bisschen ganz leicht mit Stormy Sky rumgetüdelt. Okay, die Frage drauf, Meer oder Berge? Das ist ja auch eine kurze Antwort, die passt auf jeden Fall auf diese Karte. So, hier haben wir was. Das ist, hat ein bisschen rote Klecks her. Erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät. Das kann man sich natürlich überlegen. Hier sind schon rote Klecks da drauf. Man kann natürlich diese Karte auch noch ein bisschen was distressen. Das werde ich jetzt auch tun. Also man muss nicht alles auf Teufel komm raus immer distressen. Aber in dem Fall hier finde ich das schon ziemlich cool, wenn noch ein bisschen mehr Rot ins Spiel kommt. Gerade auch, weil ich diese Karte, ne, aber auch die andere Seite. Was ist denn das eigentlich? Ich glaube, das habe ich aus einem Goethe-Buch oder Theodor Storm. Irgendwie sowas. Bin mir gerade gar nicht so sicher, aber irgendwas Literarisches, Feines, ein alter Meister, das war es auf jeden Fall. Ui. Theoretisch kann man das natürlich auch hier drauf knallen. Dann hinten die Antwort drauf. Why not? Ich glaube, das ist sogar noch besser, als das auf die gleiche Seite zu bringen. Zumal, ich meine, mit diesem Textfragment kann man ja eh nicht so viel anfangen. Ne? Das ist ja Hintergrund, das ist ja Deko. Eigentlich wäre das doch, was ich hier gerade tue, also dieses Fragebuch des Lebens, kann man sich natürlich immer mal stellen. Ne? Also man kann sich diese Fragen hier auch stellen, wenn man gerade 13 geworden ist. Das geht auch. Dann werden die Antworten wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen. Ist auch nicht schlimm. Man kann sich diese Fragen hier auch wieder stellen. Das heißt, man könnte theoretisch, wenn man es ganz auf die Spitze treibt, jedes Jahrzehnt sich wieder so ein Büchlein schnappen und sich die gleichen Fragen stellen, ob sich denn was geändert hat. Natürlich ohne vorher mal in das andere zu gucken, das wäre schon ganz gut. Ja gut, ich glaube, bei Oma, belassen wir es jetzt bei diesem Buch, weil ich glaube, 103, das ist schon eine Nummer, das muss man erstmal schaffen. Deswegen, 93. Geburtstag, da wird es hier das Kärtchen geben. So, das da drauf und hinten die Antwort. Das macht gerade Spaß, weil das läuft echt ganz gut. Jetzt habe ich die vier hier schon vorbereitet. Was war dein schönstes Geburtstagsgeschenk, das du als Kind bekommen hast? Hinten haben wir schon Text. Ich glaube, ich mache das so ein bisschen schräg. So, immer hier haben wir ja den Text auch hochkant. So, für diese beiden Karten hier habe ich mir das Victorian Velvet ausgesucht. So. Ja, das gefällt mir. Ja, ich weiß, ich habe die Karten habe ich schon distressed mit einem Braunton. Vintage Foto wahrscheinlich. Aber ich finde dennoch, möchte ich das hier so ein bisschen rosa oder altrosa absetzen. Ja, manchmal erscheinen die Sachen im Geiste ein bisschen anders, als man sich die dann im Endeffekt zusammenbastelt. Also das ist ja die Querkarte, ne? Die will ich so machen. Quer heißt, die Miniatur dahinter ist ja auch schon quer. Das heißt, ich werde auf jeden Fall es irgendwie so draufbringen. Ich habe mir auch mal, also während ich diese, ich sag mal, Fragen gefunden habe und aufgeschrieben habe und keine Ahnung, hier Schrift ausgesucht und was man alles so macht, ich habe natürlich auch mal ein bisschen drüber nachgedacht, hey, willst du denn antworten? Also mir juckt es ja tatsächlich so ein bisschen in den Fingern, mir selbst auch so ein Ding zu machen. Ja, mal gucken. Erst einmal so, ne, Geburtstage, Weihnachten, hast du nicht gesehen. Und, wenn man sich dann überlegt, dass man sich selber ein Album kauft,
während man eigentlich für andere Menschen irgendwie was bastelt. Ja, demnächst kommt auch noch mein Adventskalender raus. Und zwar habe ich noch einen Adventskalender gebastelt. Das ist zwar mitten im Sommer, ne? Also den habe ich jetzt schon im Mai gemacht und auch aufgenommen. Erschien mir nur gerade nicht so passend, den, sag ich mal, online zu stellen. Ah, der ist so cool geworden. Da freue ich mich schon richtig drauf, dieses Video rauszubringen. Das Freude wird flasht. So, das Kärtchen hier, habe ich mir dazu überlegt. Die, wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen Disziplin machen könntest, bei welcher hättest du die größten Chancen, eine Medaille zu gewinnen? Da bin ich auf die Antwort gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Gibt es eine Olympiade im Basteln? Ja, keine Ahnung, ob ich dann eine Medaille gewinnen würde, aber ich glaube, antreten würde ich schon wollen. Das macht dann schon irgendwie Laune. Genau, ich möchte jetzt hier relativ wenig von dem Weiß dran haben, weil ich einfach viel von meinem Hintergrund sehen möchte und natürlich auch viel Platz zum Schreiben lassen will, klar. Wobei, vielleicht ist das ja ganz einfach. So, jetzt gucken wir uns das Ansonsten mal an. Also ich habe jetzt ziemlich viel rumgeplanscht mit verschiedenen Farben. Tja, was nehmen wir denn? Schätzelein, ich glaube, wir nehmen Blau. Wir nehmen Blau. So. Ja, wenn ich diese Videoreihe drehe, ne, also das erste Video ist schon so 22 Minuten lang, das ist schon okay. Also ich finde, das kann man mal eben so wegschnabulieren. Eine Tasse Kaffee oder so. Ich denke mal, ich versuche die anderen Videos auch nicht so lang zu machen, also auch so um die 20 Minuten, halbe Stunde, dass man sich diese Häppchen dann auch ganz easy angucken kann und dass das nicht so ein Marathon wird. Ich habe keine Ahnung, wie lang das wird, also insgesamt. Ja, hier nehme ich auch Blau, oder? Ja, ich nehme auch. Ja, jedenfalls werde ich schauen, dass das ein kurzweiliges Vergnügen wird und ihr dann auch die Videos, sag ich mal, zügig hintereinander gucken könnt und nicht so Spielfilmlänge. Deswegen werde ich jetzt auch gleich hier, wenn ich das, also hier die Farben verteilt habe und die Fragen, dann werde ich die Kleberei werde ich euch nicht aufs Auge drücken. Nee, das mache ich nicht. Die Kleberei, da könnt ihr mir dann einfach glauben, dass ich es geschafft habe, diese Dinger hier auf die Karten zu kleben. So, das wäre schön, wenn ihr mir das glaubt. So, kommt. Zack, rüber. Next one. Also, was heißt next one? Next four. Ich habe aus dem Imperia-Papier. Aus dem Garten habe ich diese Quadrate ausgeschnitten. Mal gucken, ob ich die auch richtig ins Buch kriege. Boah, die kriege ich richtig ins Buch. Sehr schön. Also, wir hätten hier mal Spring zu bieten. Und jede Jahreszeit hat hier einen so eine Karte. Oder so ein extra Blättle. Das werde ich so zum Ausklappen quasi machen. Also, dass man das im Buch quasi die Front sieht und ihr werdet sehen, also ihr werdet diese Karten und alles, was ich jetzt hier gerade so schick vorbereitet habe, werdet ihr spätestens dann wieder sehen, wenn sie Einzug ins Journal halten. So, hier würde tatsächlich grün gut passen. Hier hätten wir dann blau. Also hier haben wir immer die Frage, für welche Sache kannst du dich so begeistern, dass du erst nur trinken vergisst? Also bei mir ist es definitiv basteln. Wobei ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass meine Oma auch eine ähnliche Antwort geben könnte. Uah, habe ich das wie so ein bisschen massakriert. Elend. Ich habe doch echt einen Spaß hier, ne? Das sollte heißen, welche Jahreszeit gefällt dir am besten und wieso. Ich glaube, ich muss gleich mit dem Feinliner noch ein bisschen nachhelfen. Siehst du, das ist sowas, wenn man irgendwie zu viel abmacht, nach ab ist ab, ne? Also kann man nicht ändern. So, hier werde ich blau nehmen und das ist nämlich Winter. Und hier werde ich orange nehmen. Orange. Das ist Autumn. Jetzt stehen ja hier auch noch ein paar Ecken zu hoch. Jetzt mal kein Wort massakrieren hier. Mein Gott. Geht's doch nicht. Genau, Autumn wird orange. Und dann hätten wir auch noch Summer.
gucken, was Summer von mir möchte. So. Eigentlich könnte Summer auch fast grün sein, ne? Oder? Oder. Naja. Ist ja auch nicht schlimm, wenn man Summer grün nimmt, weil es ist ja irgendwo im Junk Journal Fragebüchlein verteilt. Ich könnte auch hier rot nehmen, ne? Das Spring. Nee, ich nehme grün. Ich nehme grün so selten. Ich will grün. Ich will Kühe. So. Und übrigens, wenn ich immer so drauf patsche, ne, und da irgendwie so ein bisschen grün drauf verteile, ist mir echt wurscht. Also, solange man die Frage noch erkennt und erkennt, was ich hier eigentlich machen will, ist das fein für mich. So, du wolltest auch grün sein. Genau, die eine Frage muss ich ein bisschen mit dem Fineliner retten. Das ist so, wenn man halt zu viel abmacht, ist es halt einfach Pech. Ja, und damit hatte ich hier schon mal eine ganze Handvoll Fragen weg. Allerdings, ja, es ist ein Furz im Winde gegen 160 Stück, die ich mir so vorgenommen habe. Das ist eine Challenge. Also vielleicht lasse ich auch noch gleich am Ende weg, aber eigentlich wollte ich das nicht. Wie viel habe ich denn jetzt hier schon? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 plus 4 sind 15. Ne? 15 Fragen von 160 ist ja sowas. Kann man schon mal machen. So, hier, also ihr seht, dass dieses Dabberchen, dieses Ober-Self-Made-Dabber-Dings auch wunderbar funktioniert. Das ist überhaupt kein Problem, das so zu machen. Natürlich sind die Dinger mit Stiel wesentlich schöner. Ich habe jetzt auch gerade noch 2 bestellt. Nur bei den vielen Farben, die ich habe, ist mir das echt ganz schön teuer. Also deswegen bestellen wir hier und da mal so ein Schicken hier mit Holzstiel mit, aber habe ich längst nicht für alle. Das ist, übersteigt mein Budget ein wenig. Oder mein auf einmal Budget, sagen wir mal so. Weil ich muss ja sowieso ständig mehr neuen Kleber bestellen. Das heißt ständig. Also eigentlich bestelle ich mir nicht ständig neuen Kleber, sondern wenn ich mir bestelle, dann gleich eine ordentliche Ladung. Gerade habe ich eine Bestellung für 5-mal Kleber und auch ein bisschen Papier und ein bisschen Tüllü losgejagt. Natürlich reichen diese 5 Töpfchen Kleber schon ein bisschen, ne? Nur nicht so lang, wie ich dachte. Ja, gerade wenn ich jetzt mit dem Hochzeitskalender so viel rumgehext habe, ist es halt so, dass es nicht so, ja, nicht so umfassend reicht. Also ich kann es ja mal so sagen, das Cover von dem Hochzeitsalbum hat einen ganzen Topf Junk Journal Kleber gefressen. Dementsprechend sitze ich jetzt fast auf dem Trocken. Also für das hier reicht es noch. Und auch für die nächsten 1-2 Aktionen wird es reichen. Aber jetzt noch ein ganzes Cover zu machen, das wird nicht mehr reichen. So sieht's aus. Dementsprechend, ich habe bestellt. Sind natürlich immer super schnell mit Liefern, deswegen mache ich mir überhaupt keinen Stress. Das wird funktionieren. So. Den brauche ich jetzt auch. So, ich werfe einmal einen Blick aufs Video. Es läuft und hat, Kneter, 23 Minuten. Ich glaube, das ist wunderbar. Ihr konntet auch noch das Knetern meines Stuhls genießen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich werde mich jetzt hier in die Kleberei machen. Bei der nächsten Runde seht ihr dann die nächsten Seiten, die wir so gestalten. Ne? Also die Sachen, die ich jetzt hier so vor mich hinklebe. Jetzt kriege ich schon einen Schluck auf. Die werde ich erstmal zur Seite packen und die kommt dann wieder zum Einsatz, wenn es an die Deko geht oder ans Einkleben. Dann werdet ihr diese Herzchen hier wieder sehen. So, als nächstes werdet ihr sehen, wie wir das Cover gestalten, beziehungsweise die Innenseiten vom Cover. Ich habe ja noch ein paar Tags liegen, die noch direkt gestaltet werden wollen und werde auch noch ein bisschen Papier für diese kleinen süßen Umschläge hier machen, wo dann auch Fragen drin sind. Jetzt sehe ich wieder mein Katze, ich verewigt so. Das heißt, wir haben dann schon so ein bisschen was wir an die Seiten tüdeln können. Natürlich werden die Seiten dann auch noch kommen. Wann, was, in welchem Video kommt, kann ich euch heute noch nicht sagen. Das ist hier nämlich der zweite Teil des Ganzen. Und der dritte folgt demnächst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich riesig, dass ihr dabei wart. Freue mich über Kommentare, Likes und neue Abonnenten. Vielleicht hat es euch ja Spaß gemacht.
Falls ihr mein Gelaber nicht ertragen könnt, macht euch Musik an. Habt viel Spaß und bis demnächst in diesem Kino.